Einen wunderschönen guten Abend, liebe Frostbeulen. Herzlich willkommen bei Ron. Das Wochenende steht vor der Tür. Und mit welchen Themen wir heute in die Sendung gehen, das sagt die Tine Meesen heute. Ja, und da bist du schon beim Thema. Es ist, entschuldigt mir die Formulierung, schweinekalt. Und das passt zu unserem heutigen Thema, denn wir haben uns mal gefragt, wie geht's eigentlich den Tieren hier in der Ron-Region bei dieser Kälte? Und das hat Kollege Francesco Romano bei einem Besuch im Zoo in Landau herausgefunden. Ja, sicherlich mächtig gefroren haben auch mal wieder die Pendler in der Region, die auf die Züge gewartet haben. Wir haben am Mannheimer Bahnhof mit ihnen gesprochen und in Heidelberg ist man in der Nacht sicherlich auch etwas ins Schwitzen gekommen, trotz Kälte. Der Grund, eine erneute Bombenentschärfung. Das und mehr jetzt bei Ron. Fehlt uns momentan eine Schicht Klamotten, dann merken wir das sofort. Es ist bitterkalt. Ja, so kalt momentan ist dieser Dezember wie seit 12 Jahren nicht mehr. Ja, sind wir kaum gewohnt. Den Tieren geht das da nicht unbedingt anders. Manche haben aber eben dieses sprichwörtliche dicke Fell, um sich zu schützen. Aber eben auch nicht alle. Francesco Romano war im Zoo Landau bei Flamingos, Tiger und Co. und hat so manche Überraschung mitgebracht. Bastian Hauck fasst zusammen. Die Minusgrade im Landauer Zoo heute für die sibirischen Tiger genau das Richtige. Sie lieben Temperaturen jenseits des Gefrierpunktes und sind die Kälte-Champions unter den Zootieren. Wie der Name vermuten lässt, kommen sie eben in sehr kalten Regionen vor, wo es im Winter bis minus 30, 40 Grad werden kann. Da sind dann minus 5 Grad natürlich keine Herausforderung. Wirkliche Probleme machen die momentanen Temperaturen jedoch nur wenigen Tieren hier im Zoo Landau. Auch wenn viele von ihnen diese Minusgrade aus der Heimat nicht kennen. Grundsätzlich halten wir ja überwiegend exotische Tierarten. Das heißt, das sind Tiere, die aus wärmeren Gefilden kommen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht doch recht gut mit Kälte auch zurechtkommen. Und erstaunlicherweise, wenn ich mir jetzt die Zebras angucke oder Gnus oder auch die Dromedare, andere Tiere, die wir halten, bilden die im Winter sogar sowas wie ein bisschen Winterfell aus. Und das schützt noch einmal zusätzlich. Es zeigen sich heute erstaunliche Bilder. Rosarote Chile-Flamingos zum Beispiel, die mit ihren langen Stelzen im weißen Schnee stehen. Laut Zoodirektor Heckel lieben auch sie die Kälte und benötigen lediglich viel Futter, um den Stoffwechsel entsprechend in Gang zu halten. Eine Tierart kommt allerdings so gar nicht mit den Minusgraden klar. Erstaunlicherweise sind das bei uns die Pinguine. Wir halten bei uns Humboldt-Pinguine, die aus gemäßigten Zonen kommen. Sie leben an den Küsten Südamerikas, wo die Umgebungstemperatur sehr warm ist. Wir haben zum Beispiel eine Rückzugshöhle, die betemperiert ist, oder auch eine Wärmeplatte, auf die sie sich stellen können, damit die Füße nicht so frieren. Damit alle Wärmevorrichtungen auch einwandfrei funktionieren und hier kein Tier kalte Füße bekommt, geht der Direktor höchstpersönlich auf Kontrollgang. Wir gehen mit. Gucken wir mal nach unseren Zebramangusten. Man sieht, der Wärmestrahler wird sehr gerne genutzt. Die haben ja auch noch eine Rückzugshöhle, die auch temperiert ist. Aber man sieht, die fühlen sich wohl und ab und zu flitzen sie schon mal durchs Gehege, wenn gefüttert wird. Dann doch direkt weiter zu den bibbernden Kleinen aus Südamerika. Ja, da sieht man, kamen gerade zwei Pinguine aus ihrer beheizten Höhle. Die ist so ein bisschen temperiert. Hier sieht man einen Pinguin, der gerade auf dieser Heizmatte steht und sich da ein bisschen aufwärmt. Das Wasser ist Gott sei Dank eisfrei. Da achten wir immer drauf, dass da kein Tier zu Schaden kommt. Das ist halt immer ganz wichtig. Wichtig auch für die Pinguine? Futter. Auf der Speisekarte heute wenig überraschend Fisch. Und noch einer. Andere Tiere wissen wiederum, dass Bewegung ordentlich warm halten kann. Auch wenn alle Warmhaltemethoden schon bald nicht mehr so nötig sein werden. Schon für nächste Woche sind deutlich mildere Temperaturen angekündigt. Gerade für die Pinguine kann Weihnachten also allmählich eintrudeln. Ja, ja, Bewegung hält warm und durch Reibung entsteht Hitze, hat man gemerkt. Was ist aber mit den Tieren, die man zu Hause hat, also die Haustiere? Max Fischer hat mal beim Tierarzt Robert Hauser nachgefragt. Herr Dr. Hausner, was sollen Haustierbesitzer bei der Kälte beachten? Genau, also würde ich auf die verschiedenen Tierarten eingehen. Beim Hund ist es wichtig, dass jetzt wird gestreut, es wird auch Salz gestreut und es liegt Splitt da, der sich in die Pfoten einbohren kann. Und das Salz kann sehr unangenehm sein an den Pfoten und dort zu Verätzungen und auch Reizungen führen.
dass man nach dem Spaziergang dem Hund die Pfoten reinigt mit normalem Wasser, mit lauwarmem Wasser und eventuell auch vorher die Pfoten ein bisschen präpariert mit Vaseline, sodass das weniger einziehen kann. Es gibt auch Pfotenbalsam, wo man rissige Pfoten dann auch schützen kann vor diesem Salz vor allem. Das Salz ist das Problem. Und da sollte man die Tiere schützen. Und Split kann halt dann zu Verletzungen an den Ballen führen. Da halt aufpassen, dass man jetzt nicht gerade dort läuft, wo sehr viel Split auf der Straße liegt. Ja. Viele Halter schützen ihre Tiere auch mit Mantel oder irgendwelchen Jacken. Ist das sinnvoll oder können das sich die Halter auch sparen? Also generell braucht man das nicht. Nicht bei jeder Rasse auf jeden Fall. Wenn die Hunde ein dickes Unterfell haben, dann ist das nicht nötig. Also zum Beispiel einen Schäferhund oder einen Labrador, da braucht man eigentlich keinen Mantel. Aber es gibt diese Toyrassen wie Chihuahuas und Pudel, die wenig Körperfett haben, eine kleine Körperoberfläche, die schnell auskühlen. Da kann es dann wirklich unter Umständen Sinn machen, dass man so ein Mäntelchen anzieht, wo die Rückenmuskulatur bedeckt ist, dass die sich nicht verkühlen. Da hat es dann wirklich auch eine Schutzfunktion. Im Normalfall würde ich sagen, bei einem normalen Hund braucht man es eigentlich nicht generell. Aber man muss es von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden und es schadet auch nicht. Wie ist es dann bei Katzen? Bedarf es da eine besondere Vorkehrung bei der Kälte? Oder können die sich selber irgendwie schützen? Genau, die Katzen sind ja dann meist Freigänger, die dann selber entscheiden können, wann sie rausgehen und wann sie wieder reinkommen. Und die sind eigentlich so intelligent, dass sie bei kalten Temperaturen dann einfach drinnen bleiben. Die haben meistens eine Katzenklappe. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Denen würde man nichts anziehen, weil die könnten hängen bleiben mit dem Mäntelchen im Zaun und sich dann verletzen. Ist auch eigentlich bei der Katze nicht notwendig. Die haben eigentlich durch die Bank weg genügend Unterfell. Es sei denn, es sind irgendwelche Nacktkatzen. Die lässt man aber generell auch nicht raus dann bei solchen Temperaturen. Also wenn man solche Edelkatzen hat, die besonders empfindlich sind, dann sollte man die drinnen lassen bei den Temperaturen. Die normale Hauskatze entscheidet dann selber, ob ihr das von den Temperaturen passt oder nicht. Und die guckt auch, auf welchen Wegen sie geht. Man kann ihr nicht verbieten, auf der Straße zu gehen. Das machen sie ja meistens auch nicht. Die gehen durch die Gärten dann. In den Gärten sind gerne auch Kaninchen oder Hamster. Wie ist es bei den Temperaturen? Sollte man die lieber reinholen in die Wohnung oder bleiben die lieber draußen? Genau, Hamster jetzt weniger. Die sind eigentlich eher in der Wohnung, als das eigentlich unüblich draußen zu halten. Bei Kaninchen gibt es das sehr wohl. Also Meerschweinchen werden auch eher dann drinnen gehalten. Kaninchen kann man schon auch draußen halten, wenn man sie im Sommer schon daran gewöhnt, an die Temperaturunterschiede und dann halt auch die Käfige entsprechend abisoliert. Das sind dann richtige Ställe, die dann auch isoliert werden mit Styropor. Und wichtig ist, dass man da natürlich den richtigen Platz wählt, der keine Zugluft hat und so weiter. Und wichtig ist auch, wenn man sie dann mal reinholt im Winter, dann ist es schwer, sie wieder rauszusetzen, weil die sich dann nicht mehr umgewöhnen können. Also da muss man einiges beachten, wenn man sich da unsicher ist und der Otto-Normalverbraucher lässt dann diese kleinen Heimtiere im Winter lieber drinne. Herr Dr. Hausner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. In der Heidelberger Bahnstadt ist ja gestern eine Bombe gefunden worden. Die ist nun auch entschärft und das ist dort mittlerweile ein fast gewohntes Szenario. Kommt gefühlt irgendwie jede Woche vor, ist aktuell tatsächlich auch so. Bauen mit der Ungewissheit im Untergrund, Emilio Negrelli berichtet. Man könnte meinen, das hier sind die Bilder von vergangener Woche. Aber nein, erneut wurde in der Bahnstadt diese Weltkriegsbombe entdeckt. Wenige Stunden nach Abschluss des Einsatzes blickt Tim Herre von der Pressestelle Heidelberg auf das Geschehene zurück. Also wir sind gestern gegen 14.30 Uhr darüber informiert worden, dass erneut eine Bombe auf einem Baufeld in der Bahnstadt südlich des Hauptbahnhofes entdeckt worden ist. Bei dem neuesten Fund musste es deutlich zügiger vonstatten gehen. Der Kampfmittelräumdienst stuft die Situation lange als ziemlich heikel ein. Der Zünder der Bombe in besorgniserregendem Zustand. Wir hatten bei dieser Bombe die Schwierigkeit, im Gegensatz zu der Bombe, die wir eine Woche davor gefunden haben, dass die Zünder in einem deutlich schlechteren Zustand waren. Das heißt, wir konnten gestern lange nicht ausschließen, dass eine Entschärfung nicht funktioniert und dass man stattdessen kontrolliert sprengen muss. In diesem Fall muss der Evakuierungsradius ausgeweitet werden. 7000 Heidelberger müssen zum Abend und zur Nacht hin ihre Häuser verlassen und kommen auch im SMP-Dom unter. Bei dieser heiklen Operation bedarf es schwerem Gerät. Wir haben für den Fall, dass es dazu hätte kommen müssen, bereits gestern Abend und bis weit in die Nacht hinein Material organisiert und an die Position gebracht. Unter anderem 20 Tonnen Sand, große Mengen an Baustahlplatten, um Splitterflug und Ähnliches so gut es geht zu verhindern. Gesagt, getan. Gegen 23.30 Uhr, früher als erwartet, geben die über 100 Einsatzkräfte Entwarnung. Die Bombe konnte regulär entschärft werden. Eine Woche, zwei Bombenfunde im eigentlich kriegsverschonten Heidelberg.
Die romantische und bei den Amis beliebte Stadt blieb im Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zum Großteil Deutschlands fast unversehrt. Aber eben nur fast. Damals haben wir in diesem Bereich eben Güterbahnhof, Güterwege gehabt, die eben auch ein starkes Ziel von Bombenangriffen überall in Deutschland waren. Und so war das auch in Heidelberg. Entsprechende Kampfmittel bleiben also auch in der Bahnstadt noch immer verborgen. Nach dem ersten Bombenfund wurde das betroffene Gebiet intensiv mit Hilfe modernster Methoden sondiert und anschließend freigegeben. Doch nach dem gestrigen Vorfall bleibt die Baustelle erst einmal stillgelegt. Leider ist es auch nicht völlig auszuschließen, dass auch noch weitere Sachen in der Erde liegen. Hoffentlich kehrt in diesem Jahr noch Ruhe ein in der Bahnstadt. Möglich ist es, dass die Lage vor Ort erneut explosiv werden kann. Von der Bahnstadt zum Bahnfahren, marode Strecken und unzuverlässige Verbindungen. Also Bahnfahren, das ist irgendwie auch immer so ein Stimmungsbarometer für ganz Deutschland. Wie es momentan ausschlägt, das zeigen Ihnen Moritz Vogt und Francesco Romano. Die S9 nach Karlsruhe fährt heute 15 Minuten später. Die S8 von Mannheim nach Biblis heute 25 Minuten Verspätung. Der ICE nach Basel fällt heute aus. Die Geduldsfäden vieler Pendler werden aktuell auf eine große Probe gestellt. Und manchmal reißen sie, wie heute früh bei Thorsten Händel. Das Verhalten hier im Mannheim Bahnhof, wenn man da irgendwelche Verbindungen haben will, die sind einfach nur scheiße. Ständig nur Verspätung oder Ausfälle. Ich fahre jeden Tag mit dem Zug. Und zwar in verschiedene Städte. Aber nur Verspätung ist nicht feierlich. Und dafür zahle ich ein Schweinegeld. Mit Ablauf des 9-Euro-Tickets dachten viele, dass sich die Situation beruhigt. Für Azubi Ramon Schmidt allerdings Fehlanzeige. Sein Zug hat heute Morgen auch knackige 30 Minuten Verspätung. Doch das Problem zeigt sich nicht nur am Morgen. Jeden Morgen ist nervig, ja. Auch abends ist es so nervig, auch mittags ist es so nervig. Es geht eigentlich den ganzen Tag, hat die Deutsche Bahn, gerade hier in Mannheim, in dem Kreis Mannheim, Mainz, jeden Tag Verspätung, mindestens eine halbe Stunde. Manche fahren seit Jahren regelmäßig Bahn, so wie Bernadette. Heute Morgen hat sie Glück, ihr Zug hat ausnahmsweise keine Verspätung. Doch das war nicht immer so. Mittlerweile hat sie gelernt, sich zu organisieren. Es ist schwierig, sich darauf zu verlassen, weil wenn man halt eben einen Termin hat, also ich plane immer schon eine S-Bahn früher. Und dann, wenn die noch zur Verspätung hat oder ausfällt, dann bin ich halt doch wieder am Arsch sozusagen. Das ist ein bisschen blöd, ja. Aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Nicht alle sind der Meinung, früher war alles besser. Inzwischen geht es ja noch, wenn man nur die Hauptstrecke hier benutzt, weil zumindest alle halbe Stunde ein Zug kommt. Früher war das noch schlimmer. Vielleicht sollte der Service insgesamt noch ein bisschen besser werden, auch die Informationen. Zum Glück habe ich die App von der Bahn, da kann man gucken. Das war ja früher auch noch nicht. Da fuhr man an den Bahnhof und wusste nicht, was los ist. Die Deutsche Bahn möchte zu Weihnachten und Silvester 80 zusätzliche Züge einsetzen. Diese sollen auf den stark nachgefragten Verbindungen fahren. Auch das Serviceteam wird aufgestockt, damit es an Weihnachten nicht noch mehr verärgerte Fahrgäste gibt. Die Hoffnung auf langfristige Besserung, die geht in Rheinland-Pfalz allerdings aufs Abstellgleis. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick von Clara Droschkozi und Xaver Lehmann. Das Deutschland-Ticket-Dilemma. Für das Jahr 2024 drohen im Pfälzer Bahnverkehr massive Einschnitte. Durch die Einführung des 49-Euro-Tickets fehle es den regionalen Bahnverbänden an wichtigen Einnahmen, so der Vorsteher des regionalen Bahnverkehrs Fritz Prechtl. Der Bund sicherte den Ländern zwar eine Erhöhung der Mittel im Zuge des Deutschland-Tickets zu, dennoch würde das allein aufgrund gestiegener Energiekosten nicht ausreichen. Die Folge? Eine Deckungslücke von rund 150 Millionen Euro und der Wegfall vereinzelter Strecken. Notaufnahmen am Limit. In Rheinland-Pfalz platzen die Notaufnahmen aus allen Nähten. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch ruft daher die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Notaufnahmen nur noch in dringenden und wirklichen Notfällen aufzusuchen. Nach Rücksprache mit den Kliniken könnten mehr als 50% der dort erscheinenden Patienten durch einen Hausarzt geholfen werden. Auch eine Corona-Infektion mit leichten Symptomen sei kein Grund, in die Notaufnahme zu gehen. Abrissarbeiten auf Hochtouren. Wegen einer eingestürzten Hauswand wird ein Einfamilienhaus in Wiesloch jetzt abgerissen. Bei dem Hauswandeinsturz am 2. November wurde niemand verletzt. Für Hausbesitzer Familie Darstellen ist klar, verantwortlich für den Hauswandeinsturz ist der ehemalige Besitzer des Nachbargeländes. Bei dem Abriss der benachbarten Metzgerei vor 3 Jahren wurde ihr eigenes Haus beschädigt, so die Darstellens. Es hätte nicht direkt zum Abriss kommen sollen. Man hätte erst warten sollen, ist meine Meinung. Abwarten, bis alles geklärt ist, wer muss was zahlen. Wer übernimmt was? Ja? Nicht einfach, bam, es kommt jetzt ein Abriss und bam, Familie Dastele muss jetzt den Abriss zahlen.
Die Stadt Wiesloch gab den Darstellens für den Abriss 14 Tage Zeit. Laut eigenen Angaben sollen die Darstellens auf den 65.000 Euro für den Abriss sitzen bleiben. Blicken wir im Sport aufs Gewichtheben. Dort ist er mit einer gemischten Bilanz aus der Sportregion Sicht die Weltmeisterschaft heute zu Ende gegangen. Also zumindest hatten wir auch eine Medaille dabei für Solfried Konda vom AV 03 Speyer. Und das war dann auch direkt mal eine goldene. Es war tatsächlich auch die erste Goldmedaille für norwegische Gewichtheberinnen. Allerdings muss man da auch sagen, dass es dann für den AV 03 Speyer, schauen wir es nochmal an, die Goldmedaille hat sie nämlich im Zweikampf geholt. Für den AV 03 Speyer auch ein bisschen gemischt war. Also Lisa Marie Schweizer beispielsweise, die belegte den 15. Platz. Er, Simon Brandhuber, er galt vor dem Turnier als Medaillenhoffnung, musste aber wegen einer Corona-Infektion absagen. Max Lang aus Mutterstadt, er erreichte Rang 9. Nico Müller aus Obrichheim wurde 7. Und für Almir Velagic war es das erste Turnier in der Position des Bundestrainers. Pascal Förster hat mit ihm unter anderem über seine neue Rolle und natürlich auch über das Abschneiden der deutschen Sportler gesprochen. Herr Velagic, die WM ist für Sie und Ihr Team beendet. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Also wir können positiv nach Hause fahren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 1 bis 2 Leute in Top-Ranking, Top-10-Ranking, was Olympia-Qualifikation angeht, zu platzieren. Unser heißester Kandidat dafür war Simon Brandhuber. Der ist aber leider ausgefallen durch Corona-Erkrankung und konnte hier nicht an den Start gehen. Dafür hat ihn aber Max Lang sehr gut vertreten und ist hier auf 9 gelandet, was Ranking angeht. Und Nico Müller auf Platz 8. Somit haben wir unser Ziel erreicht und Simon wird mit Sicherheit dann die nächsten Wettkämpfe die Chance nutzen und sich unter Top 10 platzieren. Genau, wir hatten ja schon zu Beginn der Weltmeisterschaft gesprochen. Es ist Ihr erstes Turnier als Trainer selbst. Wie war das denn jetzt als Trainer bei so einem Turnier teilzunehmen? Ja, also bei der Europameisterschaft war ich schon dabei und eigentlich ist jetzt die WM auch nichts anderes. Es sind halt mehr Nationen dabei und war jetzt auch kein Neuland für mich, sage ich mal. Es sind, auch wenn das eine WM ist, ist es trotzdem einfach ein normaler Wettkampf, wo man vielleicht ein bisschen mehr angespannter ist, aber im Großen und Ganzen bin ich schon damit klargekommen. Ja. Wie viel Hoffnung machen denn die erreichten Leistungen, die erreichten Ziele für Olympia 2024? Ja, es ist so, dass mit Sicherheit, jetzt wissen wir mal, wo der Stand ist. Jetzt waren die meisten Athleten mal auf der Bühne und haben ihre Leistungen gezeigt. Es fehlen einige noch oder es sind einige ohne Resultat geblieben. Also wir müssen schauen, dass wir uns in die Top 10 platzieren, beziehungsweise unsere 10. bis 10. Plätze verteidigen. Und wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen und einfach uns auch weiterentwickeln, um eben die Chance zu haben, dann für die Olympischen Spiele ein paar Leute zu qualifizieren. Jetzt haben wir hier in der Region ja mit beispielsweise Lisa Marie Schweizer oder Simon Brandhuber auch sehr erfolgreiche Gewichtheber. Würden Sie sagen, dass schon ein Boom im Gewichtheben zu erkennen ist, also dass das Interesse einfach steigt? Ja, wir haben an vielen Wettkämpfen Teilnehmerrekorde. Also an der Masse ist schon was passiert. Und jetzt müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht auch die Quereinsteiger und ich sage auch mal aus anderen Sportarten sowie CrossFit, dass man die Athletinnen und Athleten ein bisschen früher sichten und vielleicht für unsere Sportart begeistern und dann halt über längere Zeit auch mit denen dann sportartspezifisch trainieren können und in der Hoffnung dann, dass wir dann mehr Athleten in der Spitze auch bekommen. Herr Velagic, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Vielen lieben Dank. Tschüss. Eine Sportart, die dem Körper auf jeden Fall richtig gut tun kann. Natürlich wichtig mit der richtigen Technik. Wir machen eine kurze Pause, dann öffnen wir gleich wieder ein weiteres Türchen im Adventskalender und wir machen den Kaffeevollautomatentest. Bis gleich. Ja, da sind wir zurück bei Ron. Ja, wo ist er dann? Da ist er. So geht's den meisten doch eigentlich, wenn sie ihren Adventskalender aufmachen. Wo ist denn das Türchen? Wo ist die 5? Wo ist die heute? 16. Wir machen das nächste Türchen auf. Der Ron-Adventskalender wird präsentiert von Q6, Q7 Mannheim. Weihnachtsshopping auf 3 Ebenen und Weihnachtsprogramm für Groß und Klein. Uh.
Und tada, da ist ein Gutschein drin, über 100 Euro für Schnaps und Liebe im Shop, im Q6, Q7. Da finden Sie ein handverlesenes Sortiment von Weinen aus der Region, Feinkost und Spirituosen. Andere können Sie zum Beispiel mit einem Präsentkorb beschenken und sich selbst bei einem Glas Wein oder einem Gin-Tasting mitmachen, können Sie über unsere Ron-Facebook-Seite. Also vorbeischauen und toi, toi, toi. Der Ron-Adventskalender wurde präsentiert von Q6, Q7 Mannheim. Weihnachtsshopping auf 3 Ebenen und Weihnachtsprogramm für Groß und Klein. Jetzt blicken wir mal auf Kaffeevollautomaten. Die haben mittlerweile Einzug ja wirklich in nahezu jede Wohnung oder auch Büros gehalten. Auch bei uns steht so einer, brauchen wir auch für diesen grenzenlosen Aromagenuss. Aber in Sachen Preis gibt es halt eben auch keine Grenze nach oben. Muss nicht immer sein. Wie ist das denn eigentlich mit günstigeren Varianten? Wir haben mit unseren Reportern den Test gemacht. Aber wie viel müssen wir wirklich ausgeben für einen richtig guten, leckeren Kaffee aus dem Vollautomaten? Teuer gegen billig. Marke gegen Discounter. Madeline und Knippi machen den Schnelltest und schauen auf die Funktionen, Bedienung und den Geschmack. Los geht's. Unsere Maschinen sind ähnlich gebaut und können das Gleiche, nämlich ganz einfach Kaffee, Crema und Espresso. Ganz pur, ohne Milchgedöns, nichts mit Latte oder Cappuccino, aber dafür kann meine gemahlenen Kaffee verarbeiten. Ja, und dafür kann meine 2 Tassen gleichzeitig befüllen. Toll. Knepi testet das Markengerät von Jura für 500 Euro. Madeline den Melitta-Automaten von Lidl für unter 200 Euro. Ich mach mal einen starken und dann einfach Espresso oder großen Kaffee, Crema. Und jetzt warten. Auch bei Madeline funktioniert die Bedienung ähnlich einfach, aber... Was hast du gesagt? Ganz schön laut. Ja, wirklich laut. Naja, der Kaffee soll schmecken, ja? Geräusch ist egal. Ganz genau. Aber bevor es um den Geschmack geht, wollen wir erstmal auf die Reinigung schauen. Dabei hilft uns Arne Preuß. Er ist Kaffee-Influencer und bewertet seit Jahren Vollautomaten. Bei der Melitta kann man die Brühgruppe noch rausnehmen, die sollte man aber nur unter laufendem Wasser abspülen. Und bei der Jura ist es so, dass es eine fest verbaute Brühgruppe gibt, die wird dann automatisch vom Gerät gespült. Und da haben wir auch schon mal einen Langzeittest gemacht und ausprobiert, ob das wirklich gut funktioniert und ein Gerät auseinandergebaut. Und in unserem Test hat das tatsächlich ganz gut funktioniert. Jetzt wollen wir es aber wissen. Wie cremig ist der denn, der Kaffee? Und vor allem, wie schmeckt der? Also, die Crema sieht schon echt mega aus. Und zwar bei beiden. Aber schmeckt es auch? Mmh. Lecker. Aber es schmeckt auch wirklich mega. Aber warum ist der eine jetzt so teuer und der andere so billig? Oft sind die Unterschiede doch eher so Marketing-Gags und gar nicht wirklich große Unterschiede im Gerät an sich. Und oft lohnt es sich dann auch, das günstige Gerät zu kaufen. Man muss halt einfach immer gucken, was ist einem selber wichtig, wie viele Getränke braucht man wirklich. Wir machen jetzt den Geschmackstest in einem Einkaufszentrum. Schmecken die Passanten einen Unterschied? Wir mogeln auch eine alte Filterkaffeemaschine unter. Was schmeckt den Leuten am besten? War die beste für mich, weil er vom Aroma her gut war, was mild. Vom Aroma her, also war kein Espresso, aber wirklich lecker. Also mir persönlich hat A am besten geschmeckt. Ist kräftiger im Geschmack. Der zweite extrem kräftig und dieses, finde ich, ist jetzt so die gute Mitte, das würde mir am besten schmecken. Unser Test im Einkaufszentrum ist fast unentschieden ausgegangen. Die teurere Maschine hat nur ganz knapp gewonnen. Aber welcher Vollautomat gewinnt den Kampf? Welches Gerät schneidet besser ab, das Discounter- oder Markenprodukt? Also meiner Meinung nach nehmen sich die beiden Geräte überhaupt nicht. Subjektiv gesehen schmeckt mir der aus der Maschine ein bisschen besser, auch weil er ein bisschen heißer ist, aber nicht für 300 Euro mehr. Nee, und deswegen hat das günstige Gerät gewonnen und ist ein super Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Glückwunsch, unsere Preiskämpfer-Siegerin. Sparschwein, gewonnen. Gehst du einen Kaffee mit mir trinken? Ja, nö. Heißgetränke an diesen kalten Tagen sind natürlich auch heiß begehrt. Hier sind die Wetteraussichten. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter.
Das Wochenende beginnt eisig kalt mit teils zweistelligen Minusgraden. Dazu sorgt Nebel stellenweise für einen ungemütlichen Start in den Tag. Der Nebel löst sich aber meist schon im Laufe des Vormittags auf und dann können wir tolles Winterwetter mit viel Sonnenschein genießen. Warme Kleidung ist aber weiterhin Pflicht. Es bleibt nämlich auch mit Sonne dauerfrostig kalt. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und 0 Grad. Am Sonntag gibt das ruhige und oft sonnige Wetter eine Zugabe. In der Nacht zum Montag kommt von Westen teils gefrierender Regen mit Gefahr von Klette. Ab der neuen Woche macht der Winter erstmal Pause. Stattdessen bringt ein Tief deutlich mildere Luft mit Temperaturen bis zu 10 Grad in der Spitze. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Man braucht doch auch eigentlich keine Wetteraussichten. Um Weihnachten herum ist es immer warm, egal wie kalt es vorher ist. Naja. Noch eins wichtig, jetzt gerade in dieser Adventszeit. Klar, ne, man hat den Adventskalender mit Kerzen und so weiter, bastelt dann auch viel, aber Obacht mit Feuer. Minute haben wir noch immer gerade. Ja. Ganz genau, denn heute in Neckargemünd gab es einen Schüler, dem hat die Weihnachtsdeko wohl an der Klassentür nicht so gut gefallen. Ja, richtig kurz angezündet, kleines Feuer entsteht, hat es noch versucht zu löschen, also mit Wasser, hat nicht funktioniert. Und dann musste die ganze Klasse raus aus dem Raum und zwar über das Fenster. Es ist soweit, nichts passiert. Genau, das Wichtigste vorweg, es ist niemand im Krankenhaus gelandet. Zwei Schülerinnen hatten eine Rauchgasvergiftung, aber sonst. Aber alles noch mal gut gegangen. Tutti, war auch eine Brandschutztür, die ist auch nicht weiter beschädigt. Noch mal glimpflich ausgegangen. Aber, ne, wie gesagt, in dem Falle glimpflich, das kann auch richtig übel enden. Darum Vorsicht, kannst du nicht oft genug sagen. Ich war selbst ein Pyromane, bin es auch heute noch. Ich liebe Feuer, aber Vorsicht beim Spielen mit dem Feuer. Das ist schweinegefährlich. Wir wollen dich ja nächste Woche auch noch hier sehen. Genau. Bis Montag, dann sehen wir uns wieder. Machen Sie es gut, ciao.